Willkommen zurück zur Hülo PDC Europe Super League 2021. Aus 24 macht 2. 24 Spieler sind in die diesjährige Super League gestartet. Nur noch zwei sind übrig. Martin Schindler und Florian Hempel, sie werden das Finale bestreiten. Hier sehen wir nochmal den Weg der beiden in das Finale. Martin Schindler gestern mit dem 9:1 über Nico Springer. Vorhin der Thriller gegen Max Hopp, 10:9. Florian Hempel. Der hat seinen Schreckmoment gestern gehabt beim 9:8 gegen Lukas Wenig. Gerade eben hat er den vierfachen Super League-Finalisten Dragutin Horvat mit 10:7 hinter sich gelassen. Und jetzt treffen die beiden im Finale über Best of 21 Legs aufeinander. Wer zuerst 11 Legs gewinnt, der fährt definitiv zur nächsten WM. Der wird bei der PDC World Darts Championship 2022 im Alexandra Palace auf jeden Fall mit am Start sein. Auch für dieses Finale hier in der Kommentatorenbox an meiner Seite. Lukas Wenig. Lukas, auch an dich. Willkommen zurück nochmal. Hallo, vielen Dank. Was waren es für großartige Darts, die wir bisher gesehen haben? Ja, das war einfach beide 95 plus im Average. Enge Spiele, viele 180er, High Finish. All das, was das Darts-Herz begehrt. Wir sind verwöhnt worden bisher an diesem first Donnerstag. Leg, Florian to throw first. Sowohl on. Florian Hempel als auch Martin Schindler haben bisher 26 Spiele an diesen 6 Tagen bestritten. Und dieses 27. entscheidet jetzt darüber, ob sie definitiv bei der WM 60. dabei sein werden. Florian Hempel hat den Wurf aufs Bullseye gewonnen. Und jetzt starten wir auf diese 21-Leg-Reise in Richtung London. Ich glaube, gerade der Start wird jetzt wieder sehr entscheidend sein. Wie kommt man es rein nach dem Halbfinals, wo sie beide so gut gespielt haben? Und ja, kann man den Flow mitnehmen oder müssen sie sich jetzt ein bisschen wieder 100. reinkämpfen? Aber bei Schindler sieht das gleich schon wieder sehr gut aus. Ersten drei Darts, 140. Der gewohnte Service, so scheint es fast, von Martin 60. Schindler bei der Super League in diesem Jahr. Steht bei einem Average von 91,65 vor dieser Partie über das gesamte Turnier hinweg. 100. 78, 180er geworfen an den 6 Tagen. 41% Doppelquote, das sind Werte aus dem Bilderbuch. Ja. 54. Kann man von träumen manchmal. Florian Hempel, der vor dieser Partie bei einem Average von 87,14 über seine bisher 26 Partien. 55 Maxima für ihn. 95. Und 34% auf die Doppel. Und ich glaube aber, dass Florian Hempel sich so eine Phase, wie er sich sowohl im Viertelfinale gegen dich als auch im Halbfinale gerade eben gegen Dragutin Horvat erlaubt hat, 59. wo er 5-6 Legs am Stück verliert. Gegen Martin Schindler kann er das nicht machen. Nee, wenn Martin dann noch so einen Lauf schiebt, der wird da nicht mehr locker lassen und dann kann er dem so enteilen. Und ich glaube auch nicht, dass sich so eine große Leckdifferenz zwischen den beiden aufbaut, dass es dann nicht schon fatal wäre. Also da wird Florian, glaube ich, nicht mit 7:2 in Führung 82. gehen. Die werden immer Florian enger beisammen 16. sein. Und hier Florian Game Hempel shot in guter first Position, Florian Hempel. Um mit 16 Darts das 1:0 zu machen. Game on. Dieser erste Dart, wenn der passt, obwohl er in diesem Moment 85. meine Anmoderation versaut und den zweiten Dart in die 5 verzieht. Aber das werden wir auch dann nachher erleben, wie das aussieht. 96. Im Laufe dieses Spiels, wenn Martin Schindler seinen Rhythmus auf die Triple 20 so richtig findet. Ja, auch im Bereich, in Bezug auf die 180er. Aktuell sind ja beide gleich auf mit 7 im Halbfinale, wenn ich mich nicht täusche. Und mal gespannt, wer schon mal da das Rennen macht. Viel wichtiger wird den beiden sein, wer am Ende zumindest ein Leg mehr 123. gewinnt. Guter Start von Flo Hempel ins zweite Leg. 97. Und egal, was hier passiert, wir tragen einen neuen Namen ein in die Liste der Sieger der Super League. Keiner der beiden 40. konnte das Event bisher gewinnen. 2013, da war es André Velge, er hat die Premiere gewonnen. 2014 Max Hopp, 2015 René Adams, danach Dragutin Horvat. 100. 2017 Kevin Münch, Robert Marjanovic hat 2018
live auf Sport 1 damals in Düsseldorf gewinnen können und in den letzten beiden Jahren. Da war es zweimal 140. Nico Kurz. Martin, you require 160. Der in diesem Jahr im Viertelfinale gegen Dragutin Horvat das Nachsehen hatte. Schöner Erster. Leicht abgelenkt. Ja, und geht Florian Hempel kriegt gleich die Chance 140. auf 102 Punkte. Florian, you require 102. Durchaus im Bereich des Möglichen. Ich glaube, er steht ja immer noch ohne High-Finish da. In dem Halbfinale, 74. Viertelfinale, Finale. Martin, you require 20. Ja, genauso sieht das aus. Und jetzt hier aber Martin Game Schindler erstmal auf die leg, 20 Schindler. Punkte zum 1 zu 1. Third leg, Florian to throw first. Game on. Beide eröffnen hier mit 16 Datern diese Partie. Man muss auch gespannt sein, wer die Anspannung aus dem Halbfinale besser wegsteckt. Beide hatten da mental so ein bisschen was zu verpacken. Natürlich für Martin Schindler ganz klar dieses, diesen Thriller gegen 60. Max Hopp mit 10-9. Aber auch Florian Hempel, der zwar komfortabel vorn lag gegen Dragutin Horvat mit 7-2, dann aber 5 Legs am Stück kassierte. 77. Auch das muss erstmal raus aus den Klamotten. Ja, und dann ist immer die Frage, was ist besser? Halbe Stunde Pause oder eineinhalb, zwei Stunden Pause? Da drauf kann. Oh. Und die erste 180 von Schindy. Nach dem Match werden wir schlauer sein, was besser war. 100. Flo Hempel und Martin Schindler, beide 100. werden sie auch nach diesem Finale und den morgigen Tag hinweg hier bleiben in Niedernhausen. Beide bei der Super Series am Start, die am Samstag beginnt. 4 Proto-Events in Folge. Oh. Nein. Ja, und da sollte Martin Florian Hempel dann solche Darts besser nicht spielen. Das könnte teuer werden auf der Pro-Tour. Hier wird es fast noch teurer. Recht hast du, du, recht hast du. 43. Ja, beide nicht ganz so stark am Anfang wie in den beiden Halbfinals, aber das ist wahrscheinlich die Anspannung jetzt Finale, das ist nochmal eine ganz andere 37. Situation. Martin, you require 118. Der erste Dart passt perfekt. Martin Schindler für Tops. Fürs erste High Finish dieser Partie. Oh. Jawohl. Game shot and the third leg. Martin Schindler ist hier sofort zur Stelle. Setzt. Fourth leg, it's Martin to throw first. Game on. Erstes Break der Partie. Ja, man hat das jetzt hier auch gemerkt in dieser guten halben 95. Stunde, die wir jetzt gerade nochmal Pause gemacht haben nach dem zweiten Halbfinale, wenn man hier unten durch die Räumlichkeiten gegangen ist. Es ist so still jetzt. Alle sind sie weg. Nur noch Florian Hempel und Martin Schindler da. 41. Haben sich vorbereitet auf ihre Partie. Auch nochmal versucht, ein bisschen zu entspannen. Das hat man bei beiden gesehen. Sich nochmal hingesetzt, Kraft gesammelt für diese möglichen 59. 21 Legs, die da eventuell noch vor ihnen liegen. Ah. 180. Flo gleicht aus, was die 180er betrifft. Ein Maximum auf jeder Seite in diesem Finale. 100. War auch schon wichtig, weil die ersten drei Darts von Flo nicht so gut waren, aber mit der 180 ist man gleich wieder dabei. 59. Ja, und Lou, du wirst das auch kennen, wenn man dann eine etwas längere Pause zwischen so zwei Partien hat. Das kann einen auch teilweise komplett rausbringen, wenn man nicht aufpasst. Ja, auf der anderen Seite 83. waren sie es jetzt durch diesen Gruppenmodus auch ein bisschen gewohnt. Spielen, ein bisschen Pause. Deswegen war, glaube ich, so dieser Gruppenmodus für diesen Finaltag schon wieder ganz gut. 134. Wobei natürlich eine ganz andere Martin, Voraussetzung 164. ist. Da geht es jetzt wesentlich mehr in dem Spiel darum als vorher in der Gruppe. Aber es ist nicht einfach. Weiß nicht, wie viel Zeit muss ich mir jetzt 104. gönnen. Wann muss ich wieder Practice machen, dass der Arm locker ist. 87. Und die 36. Ah, funktioniert immer noch nicht so, wie er es gerne hätte. Aber der Switch geht. Der Switch rüber auf die Doppel-9. Der passt in diesem Moment. Und das ist wichtig für Florian Hempel, dass er hier das direkte Rebreak schafft.
Game on. Das ist im Verlauf dieser Super League jetzt das dritte Mal, dass die beiden aufeinandertreffen, waren auch in einer Hauptrunde zusammen unterwegs. Da 100. gab es zwei Siege für Martin Schindler. 6-1 und 6-4 war The Wall da vorne. Auch wieder interessant, wie sich das vielleicht auch schon im Kopf festgesessen hat, jetzt gerade in Flo's Kopf, ob er jetzt denkt, boah, schon wieder gegen ihn, zweimal verloren, oder ob er sagt, jetzt knack ich ihn, alle 100. guten Dinge sind drei, jetzt kommt es drauf an, jetzt bin ich dran. Zumindest werden die beiden Niederlagen in der Hauptrunde Florian Hempel relativ egal sein, wenn er The Wall hier im Finale knacken kann. Bemerkenswert, wie eng. Es ist irre, es ist wirklich Wahnsinn. Und auch hier die Doppelquote. 55. Bei beiden sehr, sehr gut bisher. Und wieder macht sich Martin Schindler auf den Weg, vielleicht kurz vor der ersten Pause ein 60. Zeichen zu setzen. Also 60 lassen zumindest im Finish, aber ein Triple wäre schon schön gewesen. 96. Martin, auch für you require 161. Steht das Finish, aber Martin Schindler geht vielleicht sogar davon aus, dass er hier 6 Darts bekommt für diese 161. Denn die 150 ist schon nochmal eine Ansage, aber das war natürlich jetzt suboptimal, was The Wall da gemacht hat. Aber hier jetzt die Chance für Hempel, noch einen da rein, hätte ihm 36 Rest gelassen. 83 Rest. Ja, habe ich mich verrechnet, bestimmt. 118. Martin, you require 118. Das passiert auch den besten, Lou. Einmal hat er die 118 schon gecheckt, da auf einem anderen Weg. Hier wird er sie nicht rausnehmen und somit... 94. Florian, you require 32. Sieht's gut aus für Florian Hempel, dass er hier mit der 3-2 Führung in die Pause gehen kann. Genauso ist es in 16 Darts. Gewinnt die letzten beiden Legs vor der Pause und wir sind dann gleich mit der zweiten Session für euch zurück. Willkommen zurück zum Finale der Hülo PDC Europe Super League 2021 im Livestream auf sport1.de, auf sport1 YouTube, bei PDC TV und den Facebook-Kanälen der PDC Europe und der PDC. 3-2 Führung für Florian Hempel zur ersten Pause nach einem Break. Im dritten Leg für Martin Schindler und einem im vierten für Hempel ist hier alles in der Reihe. 85. Und Martin Schindler jetzt mit den Darts zum Ausgleich. Und wir sehen hier schon wieder, was die Leistung der beiden betrifft. 16, 15, 15 und 16 Darts. Hervorragend. 100. Vielleicht noch nicht so eins dieser Überlegs dabei gewesen, aber 15, 16 Darts, das ist so ein konstant guter Stiefel. Da braucht man gar nicht diese 12, 13 Darts. Und auch hier bei den Averages bewegen sich beide im Bereich um die 90 Punkte, 92 für Schindler, 88,5, 88,6 für Hempel. Der vor allem, was sein Scoring betrifft, noch nicht so richtig da ist tatsächlich, der das hier aber beim Checken sehr, sehr gut macht. Eigentlich untypisch bisher für Florian Hempel, der eigentlich beim Checken mehr die Probleme gehabt hat und sich durch seine tollen ersten 9 Darts immer wieder in gute Positionen gebracht hat. Ja, funktioniert 55. das eine, funktioniert das andere nicht. Auch das ein häufiges Problem beim Darts, die Kombination aus beidem hinzubekommen. Richtig gut zu scoren 39. und dann auch noch die Doppelschnell zu treffen. Das ist der Bouncer von Flo. Sehr, sehr schwierig, ja. Den hat er aufs Bullseye geworfen. Den letzten Single Bull hätte ihm die 170 gelassen. 99. Und hat da wahrscheinlich diesen dickeren Draht des Bullseyes getroffen. So klang es zumindest. Ah, der ist bei denen. Der ist nicht schön. 137. Martin, you require 87. Ich weiß doch nicht, was ich sagen soll. Ich bin neu. Alles gut, Lou. Alles gut. Bullseye jetzt für Martin Schindler. Wo auch dieser 62. Draht wieder im Weg. Florian, you require 58. Zumindest war der Dart auf der falschen Seite des Drahts in diesem Moment. Florian Hempel für Tops. Zum Break. Wichtiger Dart jetzt. 48. Doppel-10 funktioniert. Martin, you require die ganze 25. Zeit auch nicht so ganz oft, dass er links anspielt, gar nicht außen. Und Schindler überlebt hier zwei Break-Chancen für Florian Hempel.
Game shot and the sixth leg. Alles wieder gerade. Alles bleibt in der Reihe. Seventh leg, it's Florian to throw first. Game on. Ja, es wird den Hempel schon ärgern. 18 Darts Break nicht geschafft gegen Shindy. Aber gut. 140. Schöner Start jetzt in sein eigenes Leg wieder dafür. Ja, viel bessere Chancen. Kommen fast nicht gegen Martin Schindler. 97. Das hat sich im Verlaufe der Super League eindeutig rauskristallisiert. Der gibt dir nicht 100. viele Chancen. Auch wenn man sagen muss, dass auch Martin Schindler noch nicht in den Sphären unterwegs ist, die wir bisher von ihm gesehen haben. Aber das zeigt auch nochmal, der Druck ist natürlich besonders jetzt im Endspiel 97. wahnsinnig hoch. Das ist nochmal ein anderes Gefühl als die K.O.-Spiele davor. Aber wir haben ja eine schön lange Distanz. Was nicht ist, kann ja noch werden. 60. Best of 21 Legs. Da kann eine Menge passieren im Rennen bis zu 11 Punkten. Und jetzt sieht es doch hier ganz gut aus. Mit der nächsten 180 für Schindler. 180. Mit Ansage. Aber auch Florian Hempel kann hier mit dem Triple jetzt vielleicht noch 60. was ausrichten Martin, in diesem Leg. 127. Aber 141 ist noch eine ganze Menge. Sieht nach Break aus für Schindler. 17. Triple 17, Doppel 8. 111. Sein zweites High-Finish dieser Partie. Florian, you require 141. Und Florian Hempel, der scheint hier sein erstes High-Finish des Finals spielen zu müssen. Wenn er nicht gebreakt werden will. Die 141 hat er genau auf dem Weg, den er hier versucht hat, für Martin, seinen neuen Data gecheckt. 16. Den er im Verlauf dieses Events geworfen hat gegen Marco Obst. Game shot in the seventh leg, Martin Schindler. 14 Darts zum Break. 8th leg, it's Martin to throw first. Game on. ...134. Guter Start für ihn. In sein Leg, das Leg, das er beginnt. Ja, vor allem auch mal ein schöner Switch von ihm. Zeigt das auch auf die Triple 19, 134. Da musste er gar nicht, da musste er gar nicht so häufig hin tatsächlich, weil er oben genau dieses Feld bisher so gut getroffen hat, wie er es hier gerade wieder tut. 180. Fünfte 180 der Partie. 4-1 für Schindler. 140. Guter Konter von Flo, die 140. Beide spielen hier ein richtig gutes Leg. 134, 180 für Schindler, 134, 140 für 60. Hempel. Der jetzt wieder so ein bisschen Morgenluft wittern wird in diesem achten Leg. Ja, der zweite tut weh. 81. Martin, you require 127. Ja, manchmal stecken die Darts vom Flo schon vogelwild im Board, kreuz und quer. Martin Schindler geht drauf. 102. Florian, you require 146. Flo ist immer so ein High-Finish zu trauen. Macht's über die Triple 19. 2 in das kleine grüne Feld. Dann hätte er auf die Doppel 16 zielen dürfen. 45. So kommt Martin Schindler zurück und Hempel macht auch nicht wirklich viel Druck auf diese 25 Punkte jetzt. Aber dennoch verpasst Martin Schindler die große Zahl. Doppel 4. 21. Florian, you require 101. Für das dritte Leg in Folge für Schindler. Jetzt nochmal die Chance für Hempel. Triple 15 oder Triple 19? Triple 19 für die Doppel 12 zum direkten Rebreak. Game shot in the 8th leg, Florian Hempel. Absoluter Big Point für Hempel. 9th leg, it's Florian to throw first. Der auch wissen wird, ich darf Martin Schindler hier nicht davonlaufen lassen. Dann Game hat er on. Sich so häufig in dieser Super League absolut gnadenlos gezeigt. Wenn man sich da an das Viertelfinale erinnert, gegen Nico Springer, wo Nico Springer 100. Ja, wenig bis nichts falsch gemacht hat in den ersten ungefähr 10 Legs der Partie, beziehungsweise waren es ja am Ende nur 10 Legs bei dem 9-1 Erfolg. 100. Ja, beide mittlerweile beim Average von plus 90 plus.
Ich habe auch das Gefühl, die werden 100. den noch ein bisschen nach oben treiben. Ich glaube, dass die sich hier noch anstacheln werden. Wieder eine Aufnahme ohne Triple von Martin. Aber hervorragende Doppelquote bei 58. beiden. In den Halbfinals haben wir 36 von 38 möglichen Legs gesehen. Und man bekommt das Gefühl, auch hier könnte das eine Angelegenheit zum Fingernägel kauen werden, wo wir hier wieder am Rand unseres Stuhls sitzen nachher. Reicht dann für heute. Es ist mit Fieber, Nervenkitzel, es ist schon wirklich spannend. Ja, was macht Martin Schindler? Stellt 145. sich das sehr, sehr gut hin. Hat, glaube ich, kurzzeitig auch drüber nachgedacht, ob er es auf die Triple 19 spielen soll, dann aber diese Variante gewählt, weil er jetzt mit einem Single 90. dann auf jeden Fall Martin zwei Darts 56. für ein gutes Doppel bekommt. Genau, das sieht man auch immer häufiger, dass die Spieler das machen, weil sie halt immer von ihren zwei Darts für Doppel ausgehen und guter Marker. 16. Hier beide aus. Florian Hempel Florian, bekommt die Chance 95. und wahrscheinlich muss auch er hier das übers Bullseye angehen jetzt, die sichere Variante spielen. Wie macht das? Denkste, oh. Geht über die Triple 19. Riskant, Doppel 19. Ja. 82. Auch ein Spieler, der gerne auf die Doppel 19 in so Situationen geht. Das haben wir vorhin im Halbfinale gesehen. Da hat er sogar den Weg über zweimal Doppel 19 versucht. Martin, you require 40. Topsrest für Martin Schindler, um hier das dritte Break in Folge zu machen. Genau so ist es. Martin Schindler. Ein 17 Darts. Erinnert so ein bisschen an das Halbfinale von Martin Schindler und Max Hopp. Viele Breaks, beide mit Problemen in der frühen bis mittleren Phase der Partie ihren Anwurf zu verteidigen. 59. 40. Nur eine 40 zum Start. Keinen Fehler von Martin ohne Triple nicht ausnutzen. 140. Florian Hempel, der nach seinem Halbfinale gerade eben relativ überrascht davon war, dass er 780er geworfen hat, der gesagt hat, eigentlich werfe ich gar 81. nicht so viele, ich bin mehr der Mann für die 140er. Und hier würde er in diesem Leck einiges dafür geben, mal eine zu werfen. 93. Jetzt ist die hier schon bitter nötig. Aber dieser erste Dart, der kommt häufig zu tief, den hat er häufig unter der Triple 20 und das tut 60. seinem Spiel gar nicht gut, wenn er da versuchen muss, dran vorbeizuwerfen. Ja. Gleiches Problem jetzt hier für Schindler. 93. Triple 18 noch erwischt. Ja, das gleiche Phänomen. Und dann passiert eben auch sowas. Da hat er sowieso relativ häufig mit Problemen, dass ihm dann Darts rausprallen. Ja. Weil Martin, er auch mit so viel Druck wirft. Wenn er dann nicht sauber wirft, dann kommen sie halt quer vors Board. Und somit hat Martin Schindler hier Zeit. 82. Noch keine Eile in diesem 10. Leck. Auch wenn Florian Hempel hier jetzt nochmal Druck macht. Und der Gesichtsausdruck, der sagt auch so ein bisschen, ja, jetzt wirfst du die 180, jetzt wo es wahrscheinlich zu spät ist. Game shot and the 10th leg, Martin Schindler. Streich das wahrscheinlich. So. Zurück zum Finale der Hülo PDC Europe Super League 2021. 6-4 Führung nach der zweiten Pause für Martin Schindler gegen diesen Mann, gegen Florian Hempel. Wohin geht der Titel des Super League Champions 2021? 100. Nach Köln zu Flo Hempel
oder nach Strausberg zu The Wall, zu Martin Schindler? Ich weiß es noch nicht. Ich glaube, 97. Es geht einigen so, die diese Partie jetzt mit uns verfolgen. Das ist, ja, es kann alles passieren. Wir haben von beiden Spielern schon alles gesehen. 60. Einbrüche, Runs, fantastische Darts und wir lassen uns überraschen. Ich glaube, der wichtige Schlüssel für 60. Florian Hempel wäre, wieder zu seinem Scoring zu finden. Das lässt ihn noch so ein bisschen im Stich in diesem Endspiel bisher. Ja, der erste Dart kommt sehr oft zu tief und dann kann er nicht schön anwerfen. Anspielen. 134. Hier jetzt mal der gute Switch von ihm. Martin Schindler, der war 2019 schon mal ganz, ganz dicht dran. Da stand er schon mal im Endspiel der Super League. 6-10 damals gegen Nico Kurz. 47. Ja, und auch hier wieder. Und man sieht es an der Reaktion von Hempel, der dann auch häufig mit Unverständnis davor steht und sich fragt, wieso denn nicht? Warum treffe ich dieses Triple nicht, dass ich normalerweise so steady da reinhaue? Ja, diesen Sport versteht man einfach nicht. Und Martin Schindler hier 92. mit dem Fehler steht bei 163 Punkten Rest. 6 Darts Zeit für Flo Hempel für diese 68 Punkte. 89. Florian requires 68. Ja, das ist alles nicht so einfach mit dem Rechnen. Da kann man hier überhaupt keinen Vorwurf machen. Die hat mindestens genauso viel Druck wie die beiden und das macht ist fantastische Arbeit, das muss man auch mal erwähnen. Das ist definitiv so. Und hier hält Florian Hempel dem Druckstand. Bringt 68 Punkte nach Hause. Nur noch 5-6 aus seiner Sicht. 58. Und es ist nur dieses eine Break für Hempel. Und für ihn wäre wieder alles rosig, wenn er das holen sollte. Denn dann dürfte er ja die ungeraden Legs 58. beginnen, hätte dann also diesen kleinen Vorteil. Aber mit einem Score von 58 breakst du Schindler halt nicht. 97. Redet sich noch mit der Triple 19, sonst wären 6 Starts ohne Triple gewesen. Hatten wir das überhaupt schon mal bei ihm heute? Es scheint eine entfernte Erinnerung zu sein, dass Martin Schindler mit 6 Darts kein Triple trifft. Aber hier jetzt die 180 von Florian Hempel. Sollte ihm so ein bisschen Auftrieb geben zu sehen, 100. dass die alte Freundin Triple 20 doch weiterhin irgendwie da ist für ihn. Auch wenn ihm hier wieder das Gleiche passiert. Rutscht mit den ersten beiden Darts 57. unter das Triple. Muss dann übers Board jagen. Auch Martins Darts kommen häufig zu tief. 59. Ist irgendwie nicht mehr ganz so entspannt, wie er es, finde ich, am Anfang noch ein bisschen gewirkt hat. Wie sollte es auch noch entspannt sein nach diesem 10-9 Thriller gerade eben gegen Max Hopp und jetzt hier im Finale, wo es um so viel geht. Reaktion von Flo Hempel, der jetzt hier in guter Position, um das wichtige Break für ihn zu schaffen. Ein Triple ist Pflicht. 59. Ja, Schindler hier mit Problem in diesem Leck. Das sollte Hempel jetzt nutzen. Doppel 14, sein Doppel. Game shot and the 12th genau leg, so Florian hat er es gemacht. Hempel. Genau so hat er sich 13th leg, it's Florian die Tourcard to throw gesichert first. Auf der Game Doppel 14. On. 14 Darts zum Break. Und es ist alles wieder in der Reihe. Wer soll denn das hier nervlich mitmachen? 127. Jetzt ist es dann ein Best of 9 bis zur Ziellinie nur noch. 100. Guter Switch, gut korrigiert. Ja, aber 61. der letzte, der geht ihm dann wieder weg. Ja, lässt die Tür wieder ein bisschen offen für Martin. Aber auch Schindler. Er kriegt jetzt hier zum ersten Mal richtig 100. Probleme auf diese Triple 20. Was heißt Probleme? Ich meine, für jeden anderen wäre es irgendwie normale Frequentierung der Triple 20. Ja. Bei ihm wirkt es halt so, weil das so unglaublich gut funktioniert hat die letzten 6 Tage da oben.
jetzt vielleicht auch mal so ein kleiner Durchhänger, den man eben 45. gewähren muss. Aber vielleicht zu einem ziemlich ungünstigen Zeitpunkt. Das könnte der Fall sein, speziell wenn Hempel jetzt langsam die Triple 20 wieder häufiger findet. Ist im Finish-Bereich. Was kann Schindler ausrichten? Von 256 aus? Wirkt aber trotzdem immer noch sehr ruhig. Auch bemerkt 100. Du. Florian, you require 153. Er wirft hier wahrscheinlich mit der 56. Annahme, Martin, dass er nochmal zurückkommt, 156. Aber trifft kein Triple, also auch 97 Punkte, die wollen erstmal gecheckt werden. Es sei denn, er kommt hier vielleicht gar nicht mehr dran. Ah, so ein Neck. So. Switcher. Oh. 138. Florian, you require 97. Lässt die Break-Chance aus, Martin Schindler. Im 13. Leg. Verpasst auf die Doppel 18. Triple muss her für Hempel, hat er nicht. 81. 81. Martin, you require 18. Doppel 9, aber auch schwierig. Geht er direkt drauf? Baut er nochmal um? Ich glaube, er überlegt noch, aber er geht drauf. Jetzt die Gefahr, nicht die Single 9 zu erwischen. Und die erwischt er auch nicht. Black, Martin aber die Schindler. Doppel 9 funktioniert in dieser Box halt Black, ausgezeichnet. Martin to throw first. Game on. Wer stellt denn solche Behauptungen auf? Kann Ein mir das, Mann mit Ahnung. Ich kann mir das nicht erklären. Ja, und das ist so ärgerlich für 60. Florian Hempel. Hart gearbeitet fürs Break und gibt es sofort wieder her. Er hat auch zu häufig, dass er einen durchwachsenen Score von Schindler nicht nutzen kann, wenn der mal die Lücke lässt. 60. Sechs Darts, okay. Kein Triple für Schindler. Hempel muss jetzt da irgendwie reinmarschieren, irgendwie reingrätschen. Schafft das aber auch nicht. Zweimal wieder zu tief, auch für 59. ihn kein Triple. Ich glaube, das ist dann sogar fast noch schwerer, wenn du siehst, Schindler zweimal ohne Triple und dann denkst du, jetzt musst du und dann ist es auf einmal wieder schwerer, als wenn er eine 140 vorlegt. Und dann ist der Moment halt auch schon wieder verstrichen, ja. Die 140. Schwäche, die Schindler gezeigt hat. Und das ist die Ironie. Meistens dann, wenn der Gegner das Triple wieder findet, ja. Dann ist man auch wieder da. Wieder unglücklicher Bouncer hier für Hempel. Oh, mein lieber 60. Schwan. In dieser Situation, das tut weh. Also man kann schwer sagen, wie viele Punkte da unten auf dem Boden liegen, aber es könnten schon 80 sein. Hm. Aber das fällt schon auf, das passiert Florian Hempel relativ häufig, 97. dass er diese Bouncer da drin hat. Das sind ja diese kleinen Nuancen, die du vorhin angesprochen hast. Wenn man unter Druck vielleicht nicht mehr ganz so clean, nicht mehr ganz so sauber wirft. 100. Martin, you require 144. Er darf sich von der Situation jetzt hier nicht runterziehen lassen, aber jetzt Doppel vielleicht 12. Das Ausrufezeichen von wow. Schindler. Game shot and the 14th leg, Martin und das Schindler. Das ist so richtig dann in your face. 15th leg, Florian to throw first. Das ist first. Genau das. Hempel mit Problemen. Game Hempel on. Eh schon ja. Frustriert und dann die 144 für Schindler. Einfach um noch so ein bisschen Salz in die Wunde zu streuen. Ja. Aber genau, abschütteln, weiter geht's. 99. Netten Kopf schütteln. Weiter. War ein Dribble dabei. Ja, es ist von außen mittlerweile leichter gesagt als getan. Ich glaube, das hat man gestern anders auch sehr gut 100. beobachten können. Aber das ist halt einfach, wenn du in dieser Situation bist, es ist einfach der Reflex, den du da hast. Ja, da. Weglächeln, genau. 118. Das Lachen von Florian Hempel, der das nicht nachvollziehen kann. Der erste Dart passt wunderbar und er hat eigentlich dann so ein gutes Gefühl da drauf. Und dann geht ihm der zweite so weit in die 1. 60. Aber er muss im Kopf behalten. Es ist nur ein Break. Nur ein einziges. 60. Und dreimal hat er den Anwurf von Martin Schindler schon brechen können. Also, warum denn kein viertes Mal? Geht er runter? 137. Das bringt Schindler wieder zurück in dieses Leg. Toller Score von ihm. Aber jetzt auch Hempel wieder gut.
Wir sehen die Doppelquoten bei 44% und 60%. Das ist stark. Das ist nicht das Problem, das die beiden hier haben. Und die vierte 180 jetzt von Float auch zu einem sehr, sehr guten Zeitpunkt wieder. 44. Florian, you require 44. 12 für die Doppel 16. Um wieder auf einen Leck ranzukommen, sollte Schindler hier nicht die Chance geben 12. auf die 160. Der hat gerade eben schon zweimal Triple Martin, 20 getroffen. Für ein High Finish. Und ich glaube, wenn er jetzt hier das nächste High Finish spielen sollte, dann wäre das vielleicht eine kleine Vorentscheidung. Das würde so wehtun. Jetzt die Doppel 20. Oh, mein lieber Freund. 15th Leg, Martin Schindler. Von Martin. Ja, der weiß genau, das 16th Leg, war, Martin big, to throw big, first. Big Game on. 144, 160 ja. in Folge. Und guck dir Florian Hempel an. Das ist, als ob ein Boxer so einen richtigen Leberhaken ja. bekommt. Und noch die 139. Das könnte die Vorentscheidung gewesen sein in dieser Partie. Ja, nicht merkt. Nur, dass das passiert ist, sondern 39. auch die Art und Weise. Flo lässt die Chancen aus. Und dann diese beiden Top-Finishes von Schindler. Und auf einmal hat er wieder das Triple gefunden. Da ist er wieder. Plötzlich ist er wieder da. Plötzlich läuft alles wieder wie geschmiert für The Wall. Hat jetzt hier vielleicht diesen knappen Moment, diesen Fight überstanden. 60. Diese Hürde genommen, die du nehmen musst in dem Spiel. Ja, und das hat Flo richtig wehgetan. Das merkt man leider. 125. Es ist aber auch wirklich schwierig, wenn du sowas abbekommst. 98. Ich finde, das merkt man jetzt leider Martin, schon wieder leicht an 57. der Körpersprache. Die ist nicht mehr so Brust raus. Ja, auch wenn Schindler hier das große Feld verpasst, aber er hat halt so viel Zeit. Auch 37. Florian Hempel bei 304 Punkten. Martin Schindler, der wird hier gleich das 10. Leck machen. Und dann braucht er nur noch einen Durchgang. Und er hätte die Gewissheit, dass er Ende 98. des Jahres Martin, you require 20. auf der wichtigsten Dartbühne der Welt steht, im Alexandra Palace in London. Und ich glaube, das würde ihm auch noch richtig Auftrieb für die Super Series geben. Mit so auch wenn er jetzt hier no score. Nochmal so ein bisschen Schindluder treibt mit seinem Vorsprung. Schindluder? So eine halbe Anspielung wieder auf die Nachname. Ich schwöre, ich hab's nicht gesehen. Martin require 20. Dafür bin ich doch da. Ja, aber jetzt sollte es dann auch funktionieren für Martin Schindler. Er lässt hier diese ganzen Chancen liegen. Florian, bist du require 108. Und plötzlich könnte sich Hempel wieder zurückmelden mit einem 108er Finish. Triple 19. 32. Für die Doppel 16. Ach, um die Ohrfeige zu geben. 16th Leg, Florian Hempel. Ah, und jetzt wird sich 17th Leg, it's Florian und to throw schon wieder first. Kann das ganze Momentum kippen. Wow. Hör Game mir on. Doch auf. Das lässt hier, glaube ich, 8 Darts aus auf Doppel, wenn ich mich nicht verzählt habe. Auf jeden Fall waren es zu viele. War sich hier vielleicht in diesem Moment ein Tick zu sicher? 280 Punkte vorne. Flo stand noch auf 304. 60. Das aber gibt's ja gar nicht. Das zeigt auch wieder für alle da draußen, niemals aufgeben. Es muss, das ist das Schöne am Dart, jeder muss es erstmal selber zu Ende bringen. Und plötzlich ist Hempel wieder da, auf gutem Weg hier gleich, das 9-8 zu machen. Und plötzlich hat Schindler dann wieder den Druck, seinen Anwurf halten zu müssen. 96. Dacht, geil. Das ist, du kannst es dir nicht ausdenken, was hier passiert an den letzten beiden Tagen bisher 91. in der Finalrunde der Hülo PDC Europe Super League. Fragt euch mal gerade, was in denen vorgeht. Wenn es uns schon so geht beim Zuschauen. Aber wobei, manchmal ist das Zuschauen 57. auch schlimmer, als wenn man selbst spielt. Ja. Florian, you require 170. Hempel hat Zeit für die 170, aber Zeit hat auch Martin Schindler gerade eben. Also was, auch so was hat das alles zu heißen? Gut hingestellt von Flo Hempel. Und auf einmal funktioniert gar nichts mehr bei Martin. Oder er ist in dem Leck schon wieder weg und wartet aufs nächste. Ja, man steht hier nochmal hinterher. Steht bei 154. So, funktioniert die 36 mal bei Flo? Ja. Game shot and the 17th auch wichtig Florian für ihn jetzt Hempel. Mal, fürs Gefühl. Diese 18th leg, it's Martin to throw first. Game on. Die er eigentlich so mag, sonst würde er sie sich ja nicht immer wieder stellen, jetzt mit dem ersten Dart zu treffen. 54. Wahnsinn.
ist hier dieses 16. Leck vielleicht der große Knackpunkt, die ganzen verpassten Chancen von Martin Schindler 90 zum 10-6. Aber eigentlich sollte Martin erfahren genug sein, damit umzugehen. Aber es kann dir immer passieren. Ja. 60. Auch die erfahrensten Spieler, die kommen immer wieder mal wieder in solche Situationen. 45. Kann den schwachen Start von Martin nicht ausnutzen. Beide jetzt mit Problem. Ja. Wer will es ihnen verübeln unter diesem Druck? 58. Und Hempel jetzt vielleicht wieder der erste passt. Noch einen da rein. Ja. 140. Und die Situation sieht wieder so gut aus plötzlich. 59. Jan Hempel vielleicht nach seiner großen Krise im Viertelfinale gegen Lukas Wenig die nächste so brenzlige Situation. 56. Aber das sind alles so Momente, die den Weg zum Erfolg dann pflastern meistens, ne? Ja, irgendwann denkt man sich dann vielleicht auch, es soll dieses Jahr für mich so sein. Ich komme immer wieder durch diese Situation durch. 140. Aber nochmal stark 140 von Martin jetzt. Ja, und da würde ein Triple gleich reichen für Martin Schindler, um zumindest Mandat auf Bullseye zu bekommen. Was kann Hempel ausrichten? 140. Wirft 140, steht bei 30 Punkten Rest. Und Schindler weiß, ich muss hier wahrscheinlich, wenn ich nicht das nächste Break kassieren will. Es wäre der dritte Leckgewinn in Folge für Florian Hempel. Aus dem Nichts heraus eigentlich. 65. Florian required 30. Oh, wie steckt der? Kommt er da dran vorbei? Hängen geblieben. Oh, macht keinen Schritt zur Seite, bleibt dort. Martin, you require 65. Lässt jetzt seinerseits ich kann immer. Drei Darts aus. Ist das spannend, Freunde. Und jetzt kann Schindler mit dem 65er Finish wieder auf ein Leck rankommen. An den Alley Pally. Tops. Was ist das jetzt? Ein wichtiger Dart. Das könnte eine kleine Vorentscheidung sein. Und er macht es. Game Shot and the 18th leg, Martin Schindler. Und da wird sich Flo jetzt 19th leg, Florian to throw first. Ja. Ungläubig. Ja. Game on. Es ist dieser gesamte, der ständige Wechsel in dem Spiel. Da fehlen mir die Worte. Wir haben dieses Bild der 41. Achterbahn der Gefühle schon so oft bemüht jetzt in der Finalrunde an den letzten beiden Tagen. Aber auch hier ist das wieder der Fall. Der Dartsport zeigt uns bei der diesjährigen Super League, was ihn so einzigartig macht. 60. Kann Hempel sich jetzt von dem kleinen Nackenschlag nochmal erholen. 60. Drei Darts liegen lassen zum 9-9. Alles wäre wieder gut gewesen. Ist das Triple. 100. Ja, einen zumindest. 60 Punkte Vorsprung, jetzt noch 6 Darts. Der steckt gut für Hempel. Das muss er jetzt aber auch mal nutzen. Dann geht ihm der zweite meistens irgendwie dann doch da drüber. 100. Ein Winkjob. Ja, aber das hat er vorhin auch schon mal gemacht und plötzlich war er wieder da. Ich lege mich hier nicht mehr fest. Nee, das nicht. Das ist Harakiri. 100. Hier eine Prognose zu wagen mittlerweile. Es ist... liegt an Martin, hätte ich fast gesagt. Schindler. Beziehungsweise Hempel natürlich. Der muss jetzt erstmal sein Leck nach Hause bringen. Und dann nochmal Druck machen. Irgendwie das große Scoring nochmal auspacken gleich. Wie viel Druck macht Schindler auf diese 160 Punkte von Hempel? Ist noch Platz. 127. Florian, you require 160. Schindler bekommt gleich die Chance. 114 Punkte. Ja. Oh. Für die WM-Qualifikation, für den Sieg Martin bei der Hülo PDC Europe Super League 2021. Passt der erste Dart. Triple 18 für Tops, für The Wall. Hempel lebt noch. Aber bekommt jetzt gleich wieder drei Darts, um nochmal ranzukommen. 43. Auf 9-10. Florian required 32. Game Macht shot es. And the 19th leg, Florian Hempel. 16 Darts, um sein Leck heim zu leg, it's Martin to throw first, game on.
Und jetzt ist der Druck bei Martin Schindler. Der weiß, das ist mein Leg. Hier muss ich's machen. Hier habe ich die Darts. Bloß jetzt kein Break kassieren. 57. Aber bloß jetzt kein Break kassieren ist nicht der Gedanke, den Martin Schindler haben sollte, weil dieses negative Gedankengut, das lähmt dich dann eher in der Situation. Was macht Flo? Braucht hier ein Triple. Hat er. Zumindest das. Kopfnicken, Bestätigung, letzten Reihen. Schindler, 5 Darts, kein Triple. Der letzte passt. Wichtig. Jedes Triple ist so wichtig jetzt. Und auch der passt nochmal mit dem letzten Dart. Rettet sich Hempel hier zweimal hintereinander bei seinen ersten beiden Aufnahmen in diesem 20. Leg. 100. Und Schindler tut's ihm gleich. Der letzte wieder. Und jetzt weiß Hempel, es müssen eigentlich 2 Triple sein. Eigentlich reicht eins nicht. 45. Und das könnte der entscheidende Fehler sein. Behält 2 Triple von Schindy. Behält da ist das erste. Martin Schindler jetzt hier die Nerven. Ah, on point, Timing ist da. 140. Ganz wichtige Aufnahme für ihn. Hempel braucht eine 180. Noch ein Triple für den Finish. Ja, zumindest das. Er bleibt auf Tuchfühlung. Aber das ist die nächste Chance für Schindler. Die 114 waren es gerade eben nicht. Jetzt vielleicht die 104. Die sind beide nicht drin. 68 Rest, 48 Rest. Aber die 138 in der Situation. Nein, sie wird nicht fallen. Sie wird nicht fallen. Und somit wird Martin Schindler gleich 2 Matchdarts bekommen. 102. 2 Darts für den Sieg. Martin required 48. Bei der Hülo PDC Europe Super League 2021. 16 für Doppel 16. Für den Ali Paddy. Der erste Pass nähert sich da schon gut an mit diesem ersten Dart. Sollte es jetzt machen. Florian Hempel steht da mit gesenktem Kopf. Doppel 8 für Schindler. Oh. Und er lässt 2 Matchstarts aus. Florian, you require 36. Und Florian Hempel hat jetzt 3 Darts für die Doppel 18, die ihn ab und zu schon im Stich gelassen hat hier, um das 10-10 zu machen. Und wir hätten einen Decider im Finale, Leute. Mehr geht Game nicht, mehr shot geht nicht. And the 20th leg, Florian Hempel. Und er hält den Nerv. 21st leg, Florian to throw first. 10-10. Ein Leg über 501 Punkte entscheidet hier. Über WM oder eventuell nicht WM. Beide. Game on. Oder die goldene Ananas. Beide werden ja auch noch die Chance bekommen, sich auf einem anderen Weg in die WM zu spielen. Wie kann Hempel hier jetzt starten mit den Darts? Macht das so gut. Macht das so gut. Und der Druck, der ist jetzt auf den Schultern von The Wall. Aber Martin hat es gegen Max auch bewiesen. 100. Der hat das heute schon einmal hinter sich. Kann er es nochmal machen, aber das ist jetzt große Klasse von Florian Hempel. 87. Ja, der letzte öffnet die Tür, so ein ganz kleines bisschen zumindest. Aber Schindler wird hier 2 Triple brauchen. Der erste passt. 96. Einer noch rein. 60. Ganz knapp. Kein Triple für Florian Hempel. Beginnt Martin auf der 18 oder... Ja, das hat er versucht, aber das Missglück trifft hier die 1. Wie kann das korrigieren? Noch einen da rein. Ja, 121. Perfekt korrigiert, aber trotzdem kein Finish. Ärgerlich. 6 Starts für die 214 Punkte. Aber auch Hempel braucht jetzt auch. Und schon wieder ein Bouncer. Das Gottes Willen. Ja, guck mal, das ist die Situation. Er guckt auch auf den Score und weiß, ich kann auch jetzt nichts Sicheres machen mit dem letzten Dart. Ich brauche ein Triple, sonst, 80. Sonst wird nichts. Guck mal, die Reaktion. Beißt sich da rein. Gerade in der Situation das Triple noch zu werfen, Hut ab. In welche Position bringt sich Martin Schindler? Wie viel Druck kann er ausüben? Ein Triple braucht er. Hat er nicht. Florian, you require 134.
Erste passt. Noch einer rein. Nee. Noch eine Triple 17. Hätte die Doppel 16 Rest gelassen. Aber Hempel kann sich das jetzt hier hinstellen. Boah. 98. Martin, you require 126. Und Martin Schindler, die 126. Aller Voraussicht nach. Müssen dies sein. Das weiß er auch. Eine Triple 19 würde reichen fürs Bullseye, um zumindest eine kleine Chance zu bekommen, hier das 11 zu 10 zu machen, um die Super League zu gewinnen. Der erste passt. Noch einer für Doppel 6. Bullseye. Bullseye. Für The Wall. Für die WM. 101. Lässt den dritten Matchdart aus. Und Florian Hempel hat 3 Darts in der Hand für die Doppel 18, um sicher zur WM zu fahren. Doppel 9. Und er lässt das liegen. Er lässt das liegen. 28. Das sind auch 2 Matchdarts für Martin Florian Hempel. 25. Ach du Scheiße. Oh, ich darf so sagen, sorry. Ich war noch nie live. Du, das ist in der Situation erlaubt. Behält Schindler jetzt die Nerven. 9, Doppel 8. Geht nochmal einen Schritt zurück, sammelt sich nochmal. Florian Hempel kann nicht hinschauen. Ja, vorher die 36 noch. Blind funktioniert wieder. Doppel 8, ein Matchstart noch für Schindler. Martin Schindler, The Wall, gewinnt das Finale der Hülo PDC Europe Super League 2021 mit 11 zu 10 gegen Florian Hempel. Nutzt am Ende seinen 5. Matchstart und fährt garantiert zur WM am Ende des Jahres. Und Florian Hempel hat 2 Darts liegen lassen für die WM-Qualifikation.